Brains. Ja, huhu, hier wieder beim Koali und bei Plants vs. Zombies Garden Warfare. Wir spielen auf der Seite der Pflanzen mit der Feuerblume und ja, ihr habt mich gerade am Anfang schon mal sterben sehen. Ich warte nicht damit gerechnet, dass ich schon in meiner allerersten Runde hier, wo ich Aufnahmen aufnehmen will, hier schon sofort ein Startspiel mitkriegt, deswegen ja, bin ich hier auch erstmal gestorben, weil ich hier alle meine Audio-Settings nochmal einstellen musste auf die Schnelle. Brenne, Fußsoldat, brenne, jawohl, so ist das richtig. Da hinten ist jemand, der muss wiederbelebt werden. Hallo, 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 hallo. Jawohl, und da ist ein Ingenieur, der will sterben, weil er sich gerade mit dem Schnapper bekriegt. Brennt und stirbt, so muss das sein, so muss das richtig. Ah, und da hat es den ollen Koali hinweggegrafft mit seiner Panda-Sonnenblume. Ja, die Feuerblume immer noch eine, wenn nicht die stärkste Variante der Sonnenblumen. Oh, was ist denn da los? Ja, nichts Gutes, denn der Garten wird eingenommen. Und hier haben wir den Ingenieur, der wird mich wahrscheinlich jetzt töten, jawohl. Da kracht auch die Gifterbse da oben auf dem Dach nicht viel. Ja, 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 ja. So, aber dann können wir wenigstens schnell hier Sachen pflanzen. Hier schön so ein Pilz hin. Der Schnapper ist auch schon unterwegs. Ah, ein Pilz. Ach, jetzt hab ich. Der war nicht so gut. Also da ein Pilz. Ne. Die Blume läuft vorbei. Ah, sie zieht doch ein bisschen was. So, hier ist auch schon der Wissenschaftler am Start. Der Ingenieur am Start. Stirbt. Da ist der nächste. Na komm. Stirbt auch. Na, okay, wir haben ein bisschen Schaden ausgeteilt hier. Konnten leider nicht verhindern, dass der Teleport aufgebaut wird. Ich guck mal gerade nach, ob wir überhaupt in der Minderheit sind. Naja, wir haben einen Spieler zu wenig in unserer Lobby. In unserer tollen Pflanzen-Community hier. Das ist natürlich dann nicht so cool. Aber eigentlich sollte das noch gehen. So, von da hinten wird nicht gefeuert. Brenne! Jawohl. Da oben ist ein Zombot-Typi. Ja, okay. Das ist die Megakanone von D28, D28, D28. Interessanter Würfel übrigens. D28. Ne, Würfel, Dice und so. Ne, egal. Wenn ihr kein Rollenspieler seid, werdet euch der Witz jetzt nicht so viel sagen. Ey, es gibt rollenspielinterne Witze. Hm. So. In die Drohne? Hä, okay. Check ich nicht, aber gut. Brenne! Ah. Ja, wir sterben dann doch öfter, als mir lieb ist. Die Zombies überrennen uns hier ziemlich krass. Nee, nicht so gut. Eis. Überall Eis. Dann bleiben wir mal hier hinten. Ein bisschen aus der Ferne. Ein bisschen Leute in Brand setzen. Funktioniert anscheinend ganz gut. Hat schon mal einer dran glauben müssen. Da ist eine Drohne in der Luft. Mal gucken, ob wir die wegholen können. Aber wenn wir so zielen wie jetzt, ist das nichts, was uns gelingen wird. Doch, jetzt haben wir es geschafft. Brennt. Alle brennen. Und wieder der alte EFB-Superstar. Oh, der von oben, okay.
gut, dass wir wissen, dass da oben jetzt jemand lauert. Und aber der Garten wird schon wieder eingenommen, da müssen wir schon wieder eingreifen, auch wenn jetzt hier Zeug irgendwie rein ist. Ich verteidige hier, glaube ich, alleine als arme kleine Feuersonnenblume den Garten. Wo sind meine Mitpflanzen? Wo sind die Mitpflanzen? Frage ich mich. Da wird von braunen Mänteln der Garten eingenommen. Das kann nicht angehen. Guck mal, was machst du denn hier? Also, hier ist der Schnapper unterwegs. Sehr gut. Den heilen wir jetzt erstmal ein bisschen und holen uns da oben mal. Ist da oben schon wieder eine Drohne, ja. Gut, dass wir die auch zerstören müssen als Quest. Ja, da kommt jetzt eine Rakete, aber so nicht, mein Freund. Aber wegen 3, 4 Zombies habe ich hier überhaupt keine Chance. Ich habe immer noch so das Gefühl, ich spiele alleine gegen die Zombies. Ja, das könnte eine schnelle Runde werden, Leute. Das sieht nicht so gut aus. Was pflanzt du jetzt hier hin? Hoffentlich was Vernünftiges, hoffentlich was Vernünftiges. Nichts Vernünftiges. Okay, naja. Gut. Dann halt nicht. So, brennt! Zombies, ihr brennt! Du da oben auch, brenne! Da habe ich irgendwas erledigt gerade. Und der arme Kaktus ist gefallen. Bleib da, ich hol dich. Oh. Hier muss die Erbse geheilt werden. Siehst du, deine doofe Einspflanze ist schon wieder hin hier vorne. Das würde ich umsonst gemacht. So, die werden alle von links kommen. Ich stelle es mal, links ist der Teleporter, ja, und da ist auch schon der Feueringenieur. Hier, friss dein eigenes Feuer. Und da oben ist noch einer. Da ist er. Brenne. Was haben die für viele Wissenschaftler hier, ey? Das ist ja mal krass. So, hier. Aber ja, das ist auch... Oh, ich bin so blöd, ey. Ich pflanze genau die gleiche Scheiße dahin wie andere auch vor mir. Ja, und geh dann auch zurecht hops. Golfino, 1972. Cooler Jahrgang, glaube ich. Golfino. So, wie sieht das hier aus? Nochmal nachladen und dann auf. Brennt. Fire. Ah, jetzt kommen dann die ganzen beschworenen Zombies hier. Schnell mal noch. Ah, bevor das Klo mich zerstört. Weg hier. Oh. So, den haben wir gekriegt. Wo ist meine Blume? Da oben ist schon wieder der blöde Sniper-Eumel da hinten. Der steht schon die ganze Zeit da oben. Weil der EFB-Superstar, weiß nicht, ob der da schon die ganze Zeit steht, aber hinten der Wissenschaftler, der steht da schon die ganze Zeit hinten auf dem Dach. Die Zombies nehmen ein. Ja, das werde ich alles nicht verhindern können, Leute. Das ist utopisch. Aber ich versuche mir jetzt den da mal zu krallen. Hallo, brenne. Wenn du da weiter stehen bleibst, dann... Na gut, der hat auch halt Heilzeug, aber... Den kann ich wenigstens nehmen jetzt hier. Geh weg, geh weg! Ah, Idiot. Der... Hol den mal einer weg da oben, ey. Hier Erbsen oder so, prädestiniert für die Aufgabe. Und Sniperpilz. Super Idee hier mitten im Garten. Naja, hier vorne wäre ja gut gewesen. Naja, so halbwegs. Hier, oh, Laserbeam, ja. Mhm. Läuft. Ja.
Es wird schwer, hier noch irgendwo was Ordentliches rauszuholen. Die Zombies sind bockstark. Aber ich werde sie trotzdem in Flammen aufgehen lassen. So, den da zum Beispiel. Hat gut funktioniert. Aber er ist wieder auferstanden. Auf ein neues mit den Flammen. Zack, schon wieder hin. So muss das doch sein. Und schon wieder geht die Rakete daneben. Ja, weg. So, so, meine Freunde. Ah, hier der Kaktus braucht Hilfe. Die werde ich ihm doch mit liebender gerne und einem schlechten deutschen Satz gewähren. So, jetzt kommen sie alle von der anderen Seite. Das ist ja mal wieder total zombie-mäßig. Hier, das ist doch der Oberkollege hier von den Zombies, der uns schon öfter mal weggeholt hat. Gucken, ob wir ihn wenigstens einmal ein bisschen komisch in Brand stecken können. Und der Danis schon wieder mit seiner Feuerwumme. Aber wir konnten ihn nicht wegholen. Allerdings ist er immer noch auf dieser Seite jetzt hier. Und ist angeschlagen, das wissen wir. Jawohl, und da ist er weg. Und da hinten ist der Danis wieder. Auf der anderen Seite. So, da steht er. Weg mit dir. Na, der spielt gut. Jawohl, und der ist weg. So muss das sein. Leider ist meine Heilung auch ziemlich im Popo. Deswegen einmal kurz hier hinten den Truck verziehen und warten, bis wir uns ein bisschen geheilt haben. Da oben ist noch ein Ingenieur, der ordentlich hier rausvermissen will. So, der ist jetzt down. Da hinten gibt es Fässer, aber ich muss mich jetzt erstmal heilen hier. Sonst habe ich hier keine Chance gegen irgendwas, was hier gleich ankommt. Stirb Fass. So. Nachladen. Brennt, ihr Zombies, brennt. Das ging war wohl nichts hier mit deiner komischen Aktion. Jo, danke schön. Komm, wir holen uns zusammen den Typen, der hier steht. Sehr stark. Das Trio mit der die Sonnenblumen-Trio. Jo. Also killmäßig ist das für eine Sonnenblume ganz schön gut hier, was ich hier, glaube ich, abziehe. Also für meine Verhältnisse. Also Verteidigung des Gartens kann man natürlich vernachlässigen jetzt hier gerade. So. Du stirbst jetzt. Du stirbst. Oh, ja, er ist am Flammentod gestorben, oder? Ist er da? Ja. Sehr schön. Läuft. Sterbe den Flammentod. Hier ist auch schon eine Pflanze drin. Hier können wir mal einen Laserbeam reinsetzen. Ich weiß, es ist eigentlich Verschwendung. Oh, Zombot, sehr schön. Den muss ich ja für meine Quest zerstören. Und jetzt kommen sie da hinten an und wollen ihren Teleporter aufbauen. Und natürlich stehen da hinten die ganzen Sniper alle um Lach. Na gut, ich würde das wahrscheinlich auch nie anders machen. Aber brennt. Da steht auch einer. Na. Und den haben wir sogar weggeholt. Sehr gut. Wir müssen ein bisschen aus der Deckung raus. Der ist eingeschleimt. Den haben wir weggeholt, sehr gut. So, der Teleport steht.
Ach, Schnapper, mach doch mal was. Ja, es läuft. Aber jetzt kommen sie natürlich alle hier an mit 1000 Zombies und die arme kleine Sonnenblume hat halt nur 100 Lebenspunkte. Ja, ja. Also es wäre schon krass, wenn wir den Garten jetzt hier verteidigen könnten, aber das ist, glaube ich, utopisch. Aber die Stelle war ganz gut hier vorne. Das war wieder mein spezieller Freund. Und wir haben ihn wieder weggeholt. Ja, die Megakanone ist einfach... Ja, tanze er. Aber ein cooler Tanz. So. Mal hier rüber. Da ist wieder eine Drohne da oben. Das ist sehr gut. Eigentlich. Ja. Hier ist ein Ingenieur. Wird vom Schnapper gefressen. Oh nein, 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 nein. Das ist der Krasse hier hinten. Der brenne und stirb. Ah, Mist. Der hatte die Heilstation noch. Ah, okay. Der wird das überleben. Der wird das überleben, Leute. Der wird es überleben. Na gut. Gehen wir nach hier oben. So, da haben wir wieder einen durch Flammen getötet. Wieder hier hinten rum. Hier sind schön Stachelkräuter und so. Auch mal ein bisschen mehr Leute nochmal in Brand stecken. So, der ist hin. Sehr gut. Heilung für uns. Mehr Heilung für meine Sonnenblume. Ja, jetzt sind wir fast wieder voll im... 4 Zombies im Garten. Ja, da hinten ist wieder der komische Wissenschaftler gewesen. Eigentlich ist es mir ja mal ein Anliegen, den auch zu killen. Ne? Das wäre ganz nicht ganz nett. So, Pflanzentöpfe. Pflanzen. Weil die werden hier bestimmt durchrushen. So, was machen wir denn hier hin? Wir machen hier Feuer hin. Und wir machen hier Eis hin. So, hier machen wir irgendwie Verlangsamung hin. Und hier machen wir irgendwas davon hin. Ich weiß nicht, das ist auch nicht so super prickelnd, was ich da gerade mache. Aber ja, geht so, ne? Eis. Eis. So, da kommt schon der erste Fußsoldat und möchte hier ordentlich einen auf den Sack kriegen. Ist gesprungen. Ja, sehr gut. Die Erbs hat ihn erledigt. Wir müssen das hier verteidigen, die Sache. So, der Teleport ist auf der rechten Seite. Da werden sie wahrscheinlich versuchen, durchzubrechen. Da ist schon der Kollege und möchte aufbauen. Aber das schafft er nicht. So, auf der linken Seite kommen sie mit einem... mit einem Fußsoldaten um die Ecke. Der nebelt sich jetzt gerade erstmal ein. Aber ist schon gestorben, glaube ich, ne? Ist er gestorben? Ah, die Erbs hat ihn erledigt. Komm, Erbs, ich will dich heilen. So, tötet die Ingenieure. Die müssen sterben. So, ich gehe hier raus, Leute. Ich mach's nur für euch. So, der ist weg. Der Schnapper braucht noch was Heilung. Ah, schnell durch den Nebel durch. Ah! So, der ist hin. Sehr gut. Lass mich durch. Muss mich ein bisschen in Sicherheit bringen, Leute. Da kommt der Obersack.
ich bin gerade echt nicht so gut drauf. Der wird jetzt gleich da vorbeilaufen. Jetzt können wir wenigstens im Brand stecken. Komm, den müssen wir uns einmal im Spiel müssen wir uns den geholt haben. Ja! Erzfeind getötet, das ist immer gut. Gibt nämlich ordentlich Punkte. Und da ist der Ingenieur. Nein, 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 nein. Und ich muss nachladen. Verdammt, er hat es geschafft. Schnell jetzt auf den Teleport. Ja, schön die Bohne da rein und mach den Teleport platt. Meine Güte, das war knapp. Ich glaube, der ist hin inzwischen, der Teleport wieder. Wir verteidigen gut noch, ist nichts hier durchgedrungen. Der Kaktus hat ja auch gut gearbeitet. Da ist ein Ingenieur. So, der ist am Feuer gestorben, sehr gut. Wissenschaftler. Auch gestorben, sehr gut. Nein, 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 nein. So geht's nicht. Und schon wieder Raketen. Ey, ich hasse Raketen. Es sieht so aus, als ob drüben der Teleport doch gefallen ist. Das wird jetzt schwer. Eine Minute noch und vier Typen noch verteidigen. Los, kleine Sonnenblume. Ah, eine haben sie geschafft schon. Scheiße. Das war hier hinten wahrscheinlich. Na, komm, verpiss dich. Ja, sehr gut. Hier vorne sind sie dran. Achtung. Jawohl, weg. Sehr gut. Da vorne müssen wir nochmal neu pflanzen. Da ist wieder der Eumel. Ja, und der hat uns einfach im Griff, der Dunnies. Aber 20 Sekunden für 4 Stationen, das werden sie hoffentlich nicht schaffen. Wir haben das Spiel gewonnen. Soweit lehne ich mich jetzt aufs Fenster. Hier noch ein bisschen heilen. Vielleicht kriegen wir noch einen. Den hier. Ja, haben wir noch einen gekriegt. Ja, und das war's, Leute. Wir haben das Ganze doch noch verteidigt. Es war knapp, aber dank Firepower von der Feuerblume hat das hingehauen. Jo. 14.000 Münzen mit der Sonnenblume. Das finde ich cool für mich. Super Runde. Und wir sind sogar Erster auf der Pflanzenseite mit 36 Abschüssen und der Dunnies auf der anderen Seite mit 40. Den haben wir auch. Das war ja der mit dem der Wissenschaftler mit dem Feuer. Super, Leute. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, zuzugucken. Bis zum nächsten Mal bei Plants vs. Zombies oder einem anderen Video. Tschüss! Out.